Hallo und herzlich willkommen zu meinem The Legend of Zelda Let's Play, The Wind Waker, um genau zu sein. Ich wollte noch mal kurz ankündigen, dass es doch kein Blind-Projekt werden wird. Und zwar habe ich hier nämlich einen anderen Spielstand schon mal gestartet. Habe mich da ein bisschen vorgearbeitet, habe auch einige Sachen schon gefunden. Also wirklich so neben-Story-mäßig noch Sachen gefunden. Habe mir das alles aufgeschrieben, wo ich das finden kann, wo ich da so hin muss und wann. Die Sachen werde ich natürlich auch einsammeln. Das werde ich natürlich auch nebenbei weiterspielen, deswegen wird es kein Blind-Projekt mehr werden. Das ist nämlich unser Spielstand hier, den starten wir auch sofort. Haben wir auch nicht mehr so viel gemacht eigentlich. Ah, okay. Wir starten hier nach einem Speicherpunkt. Okay. Wir müssen nämlich zum Piratenschiff. Und ich glaube, wir werden jetzt auch feststellen, irgendwas mit der Grafik stimmt nicht, weil Part 1 und 2 waren eigentlich von der Darstellung her ein bisschen besser. Und das hier ist jetzt nicht so gut. Und zwar ist es das Problem, dass ich Part 1 und 2 mit Fraps aufgenommen habe. Das Problem ist, wenn ich mit Fraps aufnehme, dann habe ich den Ton nicht, weil ich nebenbei noch ein anderes Programm laufen lassen muss, um das Bild von meiner PS3 oder von der Wii jetzt beispielsweise, wie bei dem Spiel, über meinen Rechner laufen lassen muss. Und da habe ich dann Fraps genommen. Fraps hat dann nur das Bild aufgenommen. Das andere Programm hat dann den Ton aufgenommen. Dann musste ich das so untereinander legen. Das Problem ist allerdings, dass Fraps nicht ein Video macht bei einer Aufnahme, sondern nach einer Minute noch was oder nach einer bestimmten Gigabyte-Zahl einfach aufhört und dann macht es halt mehrere Videos, obwohl es eine Aufnahme sein sollte. Das Problem ist dann immer, dass ich das Bild habe, den Ton auch, aber das Bild dann kürzer ist als der Ton und damit müsste ich das schneiden, müsste den Ton passend drunter legen und deswegen wird es asynchron. Das habt ihr, denke ich, mir auch festgestellt bei den ersten beiden Parts, vor allem bei Part 2. Und das gefällt mir eigentlich gar nicht, wenn es asynchron wird, dann raste ich aus. Deswegen mache ich es jetzt so. Über das Programm. Die Grafik ist jetzt ein bisschen schlechter. Aber ich denke mal, das macht nichts. Dafür ist es synchron und ich kann beruhigt spielen. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann, stechen wir in See. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Mace, viel Glück! Rette deine Schwester Ariel! Und pass gut auf dich auf! Da, Großmutter ist auch da. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und vom Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nein, definitiv nicht. Wir werden unsere Schwester retten, bevor wir jemals wieder zurückkehren. So, Quatsch mit Jan. Mace, laufe nicht so planlos rum und du behinderst nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Ups. Genau, Nico ist nämlich, wo ist der? Hier unten. Muss nochmal hier unten sein. Genau, der hat nämlich so eine kleine Prüfung für uns. Der Halunke. Ja. Ah, müssen da lang. Hier ist er doch. Hey, Neuer. Ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sich das für einen Neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache. Und
Schau dir tüchtig was ab. Kapiert? Okay, jetzt zeigt er uns, macht er uns vor, was wir machen müssen. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke, ja, mit dem Steuerkreuz nach oben. Oder mit dem Stick, nach oben. Um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Das kapiert geht mir ziemlich auf die Nerven. Aber ist in Ordnung. Wir gehen hier so, die Platten hoch. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Wow. Der mit seinen kleinen Tapselfüßen hier. Da musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Jetzt hier. Tap, tap. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von, ja, ist in Ordnung, kannst du schwingen. Und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür auf zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Bis du es bisher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also, häng dich rein. Okay, so schwer wird es nicht. Moment, wir steigen erstmal auf die Plattform, weil die lässt alles wieder runter. Und steigen auf die andere, damit er es wieder hoch macht. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt schon Zeit abgezogen hat, weil er da hoch rübergegangen ist. Deswegen machen wir das so. Klappt doch schon mal nicht ganz so verkehrt. Okay. Das war ein Stück zu weit. Na komm. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genauer springen, wenn du es bisher schaffen willst. Ach ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von die Richtung, in die du schwingen willst, ändern. Und mit Hilfe von kannst du das Seil rauf oder runter klettern. Kapiert? Ja, ist schon in Ordnung, mein Freund. Ja, starten wir jetzt ganz einfach neu. Ups, daneben gesprungen. Okay. Gehört wohl auch ein bisschen Konzentration dazu. Ah, wie ich das hasse. Ach Gott. Wow, Link, nein. Du fällst mir hier jetzt nicht runter. Okay. Oh, wir sind etwas schräg, aber ich denke mal... Okay, man hört auch schon das Ticken, das heißt, die Zeit läuft ab. Aber für uns ist das kein Problem. Was? Du hast es doch so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal so ein guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passieren. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Zu gütig von dir, Nico. Oh, ah, nicht runterfallen. Hier. Und wir erhalten die Beutetasche. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Oh, wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke blablabla. Hey Mace, wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort drauf. Jupp. Machen wir, jetzt haben wir schon mal unser erstes Ziel erreicht. Die verwunschene Bastion. Hier wurde nämlich unsere kleine Schwester hingebracht. Achtung. Ich muss da hoch. Ah, okay. Treppen hochrollen. Nicht so ideal. Klar.
Ah, da oben ist sie. Hey, Mace. Hier bin ich. So. Gehen wir mal hoch. Oh ja. Geht schon ein Stück nach oben hier. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal, das ist die verwunschene Bastion. Oh ja. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Oh ja, dieser Blick. Nicht gut für uns. Oh ja. Wurden wir einfach in ein Fass gesteckt. Oh, verdammt. Katapult. Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Zwei. Guck mal seinen Blick. Eins. Ab geht die Post. Und der eine winkt. Oh, verdammt. Oh, und wir verlieren unser Schwert. Nein. Sehr gut. Plansch. Aber wir sind drin, immerhin. Die verwunschene Bastion. Die verwunschene Bastion hier ist nicht so schwierig. Kann man alles sehr gut bewältigen. Wow. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Oh, cool. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, ja, wenn dieser so aussieht. Mhm. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du Start drückst und mit Hilfe von LR umschaltest. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlieren bloß nicht. Okay, sie gibt uns dann auch immer Tipps, wenn irgendwas los ist. Oh. Also von den Scheinwerfern dürfen wir nicht gesehen werden. Deswegen schnappen wir uns mal so eine Kiste. Ihr seht schon, wir sind dadurch schon getarnt. Aber wir dürfen uns halt nicht bewegen. Achso, Moment, wo muss ich hin? Okay, wir müssen hier quer durch. Oh, verdammt. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh. Mann, ey. Ach Gott, ja, geh weg. Das Geld lass ich mal da liegen, weil das brauche ich nicht. So, dann hätten wir es schon mal in die Bastion geschafft. Und jetzt gibt es hier nämlich noch was zu holen. Und zwar, ja, wir sind schon mal drin. Und zwar musste ich auch eine Weile suchen. Und zwar, wenn wir jetzt hier lang gehen, können wir nämlich auch ein Herzteil ergaunern.
Müssen wir aber sehr aufpassen, weil hier gibt es auch Wachen und wenn die uns sehen, dann... Ja, ist es nicht so gut, da wir auch ohne Waffe rumrennen. Ohne Waffe ist... Oh Gott. Extrem blöd. Genau, die hier. Die Wachen. Deswegen müssen wir da so irgendwie... Vorbei, weil wenn wir jetzt hier vorbeigehen, kommt noch eine Tür und dann haben wir das Herzteil. Ist also eigentlich ein sehr einfach zu kriegendes Herzteil, aber ihr seht schon, die... Oh, warum läuft es jetzt hierher? Komm, dreh dich um, geh weg. Ich überlege gerade, wie ich am besten vorbeikomme, weil ich denke mal hinter der Karte. Also so und dann irgendwie an dem vorbei. Nein, oder? Oh, sehr gut. Hat mich zwar gesehen, aber kein Verdacht geschöpft. Oh, das ist sehr gut. Ich hab gerne mir vorbei, bitte. Och, geh doch weg. Ja, hier ist nichts. Nein, warum läufst du jetzt da lang? Oh. Jetzt bitte lauf an mir vorbei, bitte. Komm, komm, ja, sehr gut, ja. Oh, prima. Okay, und hier ist das Herzteil, und zwar hinter der... dieser Tür da. Jetzt müssen wir... da. Bestens. Ups, da lang. Da haben wir es doch schon. Okay, läuft schon mal sehr gut. Bin sehr zufrieden. Was finden wir? Ein Herzteil. Das erste in diesem Spiel, was wir gefunden haben oder hätten finden können, glaube ich. Fehlen noch 3 Stück bis zu einem kompletten Herz. Und ich würde sagen, rein theoretisch würde es jetzt auch Sinn machen, wenn wir uns gefangen nehmen lassen.